unser heutiger Stargast war schon vor 15 Jahren ein Riesenstar. Muss man ja sagen. Als Teenie. Als Teenie, ein Teenie-Star, also zum Beispiel die Zeitschriften Bravo oder Viva haben über sie in den höchsten Tönen geschrieben. Und sie ist auch mit ihrem ersten Hit gleich einmal in die Charts gekommen und hat diese gestürmt. Ja, aber sie hat nicht aufgehört. Keine Pause zu gemacht, aber sie ist wieder da. Und wir freuen uns sehr auf eine sehr erwachsene La Fee. La Fee, die eigentlich Christina Klein heißt und im Rheinland geboren wurde, hat eine österreichische Vergangenheit. Sie trat zum Beispiel 2004 beim Kiddie Contest an. Unter dem Künstlernamen La Fee veröffentlichte sie dann 2006 ihre Debütsingle Virus. Ich schau dir eine Reihe. Ich wünsch dir einen Virus. Ich wünsch dir viel Verbrechen ins Gesicht. Die Sängerin trat vornehmlich dunkel gekleidet auf, weshalb die Presse sie als Mischung aus Shakira und Gothic Maus bezeichnete. Auffällig war ihr aufgeklebtes Tattoo auf der linken Schläfe mit dem Kürzel LF für La Fee. La Fee thematisierte damals in ihren Songs unter anderem sexuellen Missbrauch, Gewalt, Mobbing, jugendliche Todessehnsucht, psychische Krankheiten und auch Auswirkungen von Eheproblemen auf die jeweiligen Kinder. Nach 4 Alben gewährte sich die Sängerin eine längere musikalische, schöpferische Pause und verlegte sich aufs Schauspielen. Auf ihrem neuen Album Zurück in die Zukunft interpretiert die inzwischen 30-Jährige Pop-Hits der 80er und 90er Jahre im modernen Gewand, darunter auch einen Aha-Klassiker. Ganz in Farbe, La Fee, schön, dass du da bist. Ja, freue mich auch sehr, hier zu sein. Was ist aus dem Tattoo geworden, bitte, an der Schläfe? Ja, also das Tattoo war ein Part meines Lebens, der mich begleitet hat und jetzt habe ich ihn abgelegt, genau. Das war nicht echt? Nein, natürlich. Ich bin drauf reingefallen? Nein. Ich glaube, alle. Ich glaube, wir alle, ja. Du bist nicht der Erste, der das fragt. Ehrlich? Ja, ganz, ganz viele fragen, sag mal, das Tattoo, was du an der Schläfe hast, war das nicht echt? Und vorhin noch eine Frage gehabt, ja. Mit bürgerlichen Namen Christina Klein. Mhm. Jetzt ist es ja ein Comeback nach 15 Jahren, muss man sagen. Mhm. Hast du dir jemals überlegt, auch den Namen La Fee zu behalten oder vielleicht auf Christina Klein zu wechseln? Tatsächlich war es gar keine Option für mich, den Namen abzulegen, weil ich damals irgendwie in meinem kleinen kreativen Köpfchen mit 15 mir den Namen selber ausgedacht habe. Und mit dem Namen verbinde ich schön eine sehr, sehr schöne, aufregende und tolle Zeit. Und deswegen, das gehört zu mir und meinem Leben dazu. Und da war das keine Option. War keine Option. Ja. Diese düsteren Themen damals für einen Teenager, da war der Zeit ja eigentlich total voraus. Billie Eilish ist mit dem Weltstar jetzt geworden. Aber es war ein Teil deiner Reise wahrscheinlich auch, oder? Ja, es war ein Teil meiner Reise und ich fand es immer interessant, Dinge anzusprechen, die für andere eventuell ein Tabuthema sind. Und da sich das dann irgendwann entwickelt hat, dass ich irgendwie für die Jugend wie eine Art Sprachrohr agiert habe, war das für mich sehr, sehr wichtig, das auch beizubehalten und den Weg weiterzugehen. Aber irgendwann beschäftigt man sich dann mit anderen Themen. Ich habe 10 Jahre Pause gemacht, bin jetzt wieder da und mache halt eben jetzt was ganz anderes. Ja, jetzt machst du Musik, mit der ich groß geworden bin oder wir groß geworden sind. Ja, also wir haben uns wirklich gefreut heute, wie wir es gehört haben. Warum? Warum der Griff zu den Kulthits der 80er? Auch wenn ich ein 90s-Kid bin, bin ich mit der 80er-Musik groß geworden, weil meine Eltern, natürlich ist meine, von meinen Eltern die Zeit und in unserer Küche lief zu Hause auf unserem Plattenspieler die Vinylplatten, jeder von euch wird sie noch kennen, lief dann Michael Jackson, Aha. Ja. Und das ist einfach toll und damit verbinde ich so viel Erinnerung an eine wunderschöne Zeit, dass das für mich kein Thema war. Weißt du, was mir gerade klar geworden ist? Wir könnten die Eltern von ihr sein. Ja, aber das ist ja... Ja. Das ist kein Problem. Ich kann gut damit umgehen. Und warum hast du genau die Songs genommen? Sind auch die Lieblingssongs deiner Eltern gewesen? Also jetzt Aha zum Beispiel oder Material Girl Madonna? Tatsächlich waren das alles meine Lieblingssongs. Hey. Ich habe die Songs wirklich als... Ich war sehr, sehr musikalisch, weil meine Familie sehr, sehr musikalisch ist. Die haben zwar alle im Background was gemacht, aber mich hat Musik immer interessiert und war immer was ganz Besonderes für mich. Und diese ganzen Songs, die ich für mein Album ausgewählt habe, waren wirklich Songs, die mich in meiner Kindheit begleitet haben beim Erwachsenwerden, ja. Und auch für unsere Österreicherinnen und Österreicher hast du etwas sehr Bemerkenswertes gemacht. Du hast dich über eine Coverversion von Amadeus drüber getraut. Oh, das ist frech. Coverversion ist es ja nicht, weil was ist es genau? Es ist ein Duett mit Falco zusammen. Okay.
Und meines Wissens nach durfte das bis dato noch keiner. Ich bin jetzt die Erste, die die Erlaubnis bekommen hat, der Erbgemeinschaft, die das quasi verwaltet. Okay. Und war das so abgesprochen mit der Erbgemeinschaft? Oder was du da draus machst, war ihnen egal, aber du musstest die Rechte kriegen? Oder wie war das? Nein, also das war damals, als ich mich entschieden habe, gerne auch diesen Song auf das Album mitzunehmen, weil Falco halt eben jemand ist, der mich auch in meiner Kindheit begleitet hat und mit dem ich mich auch irgendwie ein Stück weit identifizieren konnte, weil er ein sehr, sehr krasser Künstler war und sein Ding gemacht hat, genauso wie ich das immer gemacht habe. Und dieser Song Rock Me Amadeus einfach mich sehr, sehr lang begleitet hat, war das für mich kein Thema, das zu nehmen, mit auf mein Album. Aber wir fanden es dann, also ich und mein Produzent fanden es langweilig, einfach den Song zu nehmen und zu covern, weil das haben schon x Künstler gemacht. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, die Erbgemeinschaft anzufragen, ob wir vielleicht ein Duett machen könnten. Und das war ein Prozess von 2 Jahren, bis wir die Erlaubnis bekommen haben. Und jeder einzelne Schritt wurde tatsächlich abgesprochen. Wie drehen wir das Video? Wie wird das Duett ausschauen? Wer singt welchen Part? Welchen Schauspieler nehmen wir? Das ist ein offizielles Falco-Double, was auch von der Erbgemeinschaft uns erlaubt wurde zu nehmen. Und jetzt kommt eigentlich das Beste daran, ist, weswegen ich das auch mit so einem reinen Herzen mache, ist, alle Einnahmen, die halt dieser Song generiert, jetzt Rock Me Amadeus, fließen in die Falco-Stiftung, die junge Nachwuchskünstler in Österreich fördert. Deswegen, ich mache das wirklich mit einer ganz reinen Seele und habe mich sehr darüber gefreut, ihn noch mal auf eine Art und Weise von meiner Seite ehren zu können damit. Das ist ein schöner Zug. Wirklich. Wirklich, finde ich ganz toll. Wie, ganz kurz, ich muss mir das vorstellen, du hast dann aber teilweise auch gemeinsam mit Falco gesungen, also seine Spur gehört und dazu gesungen? Tatsächlich läuft das so ab, also im Studio stehst du, du hast deine Kopfhörer drauf, hast das Mikro vor dir, seine Tonspur lief und nachdem er quasi fertig gesungen hat, habe ich weiter gesungen. Aber das muss ein irres Feeling sein, oder? Ihr könnt euch das nicht vorstellen, als ich die Tonspur von Falco gehört habe, für mich, weil ich bin groß geworden damit und ihr ja auch, für mich war das ein Ritterschlag, das einmal hören zu dürfen, ohne Musik, ohne alles, nur seine Stimme auf dem Ohr, du hast jeden Atmer gehört, jedes, das war einfach Kunst. Ja, kriege ich wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Teil können wir daran teilhaben. Vielen Dank, Lafay, dass du bei uns warst, uns dieses Album mitgebracht hast. Vielen, vielen Dank.